Haustierallergie. Tierallergie. Eine Haustierallergie ist eine Überempfindlichkeit gegenüber Eiweißen, Allergenen, die von Haustieren stammen. Die Eiweiße können von den Hautschuppen, dem Haar, dem Speichel oder dem Urin des Tieres stammen. Sie gelangen häufig in die Augen, Bindehautentzündung und in die Atemwege, Heuschnupfen und Asthma von Menschen. Die Eiweiße, die für nicht allergische Personen völlig harmlos sind, bewecken bei den betroffenen Menschen eine allergische Reaktion. Diese findet vor allem an den Schleimhäuten von Auge, Nase, Bronchien sowie auf der Haut statt. Die Neigung zur Überempfindlichkeit ist oft erblich bedingt. Auch wenn sie selbst keine Haustiere haben, kommen sie sehr leicht mit deren Eiweißen in Berührung. Menschen tragen diese Allergene mit sich, sobald sie mit Tieren in Berührung gekommen sind. An öffentlichen Plätzen wie zum Beispiel Kindergärten, Schulen oder Bussen, oft aber auch in Haushalten ohne Haustierhaltung, lassen sich hohe Konzentrationen von Allergenen nachweisen. Am häufigsten sind Katzen- und Hundeallergien. Aber auch Allergien gegen Nagetiere wie Ratten, Mäuse, Meerschweinchen oder Hamster sowie gegen Kleinvögel, Federfee, Pferde und Kühe kommen vor. Welche Anzeichen einer Haustierallergie gibt es? Beim Kontakt mit Haustieren oder Gegenständen, die Haustiereiweiße enthalten, kann es zu folgenden Reaktionen kommen, sie niesen und ihre Nase läuft, Heuschnupfen ähnliche Symptome. Ihre Augen jucken und tränen, Konjunktivitis. Atemnot oder Asthmaekzeme können sich in Form eines anhaltenden Ausschlages verschlimmern. Nesselausschlag Wie stellt der Arzt die Diagnose Haustierallergie? Häufig genügt es, wenn Sie dem Arzt erzählen, wann, wo und wie Sie die Beschwerden bemerkt haben. Durch Hauttests und eine Blutuntersuchung kann der Arzt die Diagnose bestätigen. Ratschläge Wenn Sie zur Allergieentwicklung neigen, zum Beispiel andere Allergien haben oder Familienmitglieder an Allergien leiden, sollten sie keine Haustiere im Haus oder in ihrer näheren Umgebung halten. Die Entfernung eines bereits gehaltenen Haustieres zur Vermeidung der Entstehung einer Haustierallergie ist jedoch nach derzeitigem Wissensstand nicht notwendig. Patienten mit Haustierallergie, die selbst kein Haustier halten, sollten sich nach Tierkontakten die Hände waschen. Kinder mit Tierallergie sollten in der Schule nicht neben Tierbesitzern sitzen. Vor geplanten Besuchen in Wohnungen mit Haustieren, auf die man bekannterweise reagiert kann die vorbeugende Einnahme eines sogenannten Antihistaminikums oft helfen. Falls sich die Allergie erst nach der Anschaffung eines Haustieres entwickelt, sollte das betreffende Tier nach Möglichkeit aus dem Wohnbereich entfernt werden. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass aufgrund langer Verweildauer des Allergens, auch über ein Jahr, meist keine sofortige Besserung zu erwarten ist. Ist die Weggabe des Tieres aus verschiedenen Gründen nicht möglich, so kann durch folgende Maßnahmen zur Reduktion der Allergene manchmal eine Minderung der Beschwerden erreicht werden, wobei eine Kombination verschiedener Methoden, je nach Stärke der Beschwerden, am meisten Erfolg verspricht, fernhalten der Tiere aus dem Wohn- und Schlafbereich, zum Beispiel Küche mit wischbaren Böden und glatten Möbeloberflächen, häufige Reinigung von Böden und Möbeln, am besten mit einem Mikrofasertuch, Staubsauger mit sogenanntem hepa und doppelwandigem Staubsack, oder zentrale Staubsauganlage, Heperluftfilter luftfilter im Wohn- und Schlafbereich waschen von Katze-Schrägstrich und etwa zweimal pro Woche, so durchführbar, Ersatz von Polstermöbeln durch Ledermöbel soweit möglich. Linoleum oder Holzböden statt Teppichen allergen und durchlässige Bettbezüge Bettwäsche wöchentlich waschen Wäschewechsel nach Tierkontakt, soweit durchführbar, möglichst außerhalb des Wohnbereiches. Behandlung Natürlich sollte der direkte und indirekte Kontakt mit Tieren gemieden werden. Bei Bedarf kann der Arzt folgende symptomatisch wirkende Arzneien verschreiben, bei Schnupfen Antiallergika, Antihistamintabletten, Antihistaminaugentropfen, Corticoid-Nasensprays, bei Asthma-Glucocorticoid oder Betamimetikomerosole. In Ausnahmefällen kann der Arzt versuchen, sie mit einer Impfgur zu behandeln. Diese Therapie wird auch Hyposensibilisierung genannt. Bei dieser Behandlung wird ihnen über mindestens drei Jahre hinweg das Eilegen in zunächst steigenden Dosen verabreicht. Bei Erfolg gewöhnt sich der Körper an das Allergen und die allergischen Beschwerden bessern sich.